Wir fliegen schon seit jetzt 2000, so 16 Jahre fliegen wir Astronauten zum ISS. Jetzt ist es klar, dass wir vielleicht ISS noch, vielleicht noch 8 Jahre haben werden und dass danach Mond und Mars kommt. Dass jemand jetzt wirklich zum Mars zieht und das kolonisiert, ich glaube, dass da schon eine Lernkurve besteht. Dass wir jetzt zunächst mal zum Mond zurückkommen wollen und da die Technologien und die Konzepte und wie wir uns das vorstellen, mal testen. Weil der Mond ist natürlich viel näher und da kann man sich Fehler noch erlauben. Es ist nur in dem Moment, wo man die Sachen auch testet, dass man lernt, ob das auch wirklich klappt oder nicht. Und deswegen ist der Mond als Zwischenschritt auch sehr, sehr wichtig.